Hallo und herzlich willkommen auf dem Nähfrosch-Kanal. Ich bin Katja der Nähfrosch und hier findet ihr Tipps und Tricks rund ums Nähen und natürlich Nähvideos zu unseren vielen Schnittmustern wie diesem Kleid Sie hier. Damit ihr in Zukunft keine Probleme beim Schnittmusterkleben mehr habt, zeige ich euch, wie ihr diesen selbst ausgedruckten Bogen zusammenklebt, in welcher Reihenfolge und alle Details. Aber zuerst möchte ich euch bitten, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und betätigt die kleine Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Und jetzt Klebeband gezückt, wir legen los. Wenn ihr das Schnittmuster heruntergeladen habt, könnt ihr es in eurem Computer dann öffnen. Wichtig ist, dass ihr es nicht im Browser öffnet, sondern richtig das PDF speichert und dann öffnet. Und dann sucht ihr zunächst mal die Seite mit dem Kontrollquadrat. Bei mir ist das hier jetzt auf der ersten Seite und diese Seite wird dann einmal ausgedruckt. Und zwar ist es wichtig, hier noch die Einstellungen vorzunehmen mit dem Papierformat und so weiter. Das sollte alles stimmen. Wichtig ist hier die Größe. Ihr müsst darauf achten, dass ihr hier nicht reinzoomt, sondern auf 100% Größe einstellt oder auf keine Seitenanpassung, je nachdem, wie euer Druckermenü eben aussieht. Das kann variieren von dem, was ihr hier seht. So, und dann geht's auf Drucken. Wenn ihr nun das Schnittmuster ausgedruckt habt, mit der Einstellung keine Seitenanpassung bzw. mit 100%, je nachdem, was euer Drucker eben vorgegeben hat, dann habt ihr einen solchen Stapel vor euch liegen. Wir haben hier zwei verschiedene Systeme, mit denen wir im Laufe der Jahre schon gearbeitet haben. Deswegen gibt es eben zwei verschiedene Klebevarianten, die sich aber gar nicht so sehr unterscheiden. Ich werde jetzt beide im Anschluss gleich mal zeigen. Zunächst musst du diese Seiten aber noch vorbereiten und den Rand abschneiden oder für die Quick and Dirty Methode die Ecken abschneiden. Und ich zeige jetzt mal kurz, was das überhaupt bedeutet, damit du entscheiden kannst, in welcher Form du eben die Seiten jetzt vorbereiten möchtest. Für die Quick and Dirty Methode suche ich mir jetzt gerade mal die Seiten, die hier aufeinander passen, raus. Keine Sorge, zur Reihenfolge komme ich gleich noch. Ich möchte jetzt einfach nur zeigen, was für verschiedene Schneidemethoden es eben gibt. Und zwar bei der Quick and Dirty Methode werden nur die Ecken abgeschnitten. So, und bei einem Blatt bleibt es nämlich immer dran. Und nun kann ich mir hier die Ecken aneinander ausrichten. So. Und kann dann so zusammenkleben. Da sieht man hier nicht alle Schnittlinien, weil eben der Rand noch dran ist. Aber so kann ich mich ganz schnell vorarbeiten. Das ist die eine Methode. Und die andere Methode ist folgende. Da gibt es bei diesen Seiten hier, steht ein Schneide- und ein Klebrand. Es ist aber ganz egal, das funktioniert genauso auch mit den Seiten, wo es nicht dran steht. Der Witz ist, es wird immer eine Seite der Rand abgeschnitten. Man entscheidet sich dann am besten für eine Seite und macht es bei allen Blättern eben gleich. Der Rand und zum Beispiel den oberen Rand abschneiden oder wie auch immer, den unteren. Also eine Seite und entweder oben und unten wird abgeschnitten. Bei allen Blättern und dann kann man die nämlich dann so aneinander kleben und dann ist eben der Rand hier zwischen weg und die Linien gehen dann durch und das ist eben die ordentlichere Variante, die dauert aber eben ein Stückchen länger, weil man bei allen Blättern das ordentlich abschneiden muss. Also entscheide dich für eine Variante, schneide entweder einen Rand und entweder oben und unten ab. Bei allen Blättern bitte die gleiche Seite abschneiden oder dran lassen. Und oder schneide die Ecken ab. Und jetzt werde ich das mal vorbereiten und dann geht es an die Reihenfolge, wie eigentlich so ein Schnitt zusammengeklebt wird. Es ist vollbracht, die Seiten sind vorbereitet. Kleiner Pro-Tipp, mit so einer Schneidemaschine lassen sich stapelweise die Ränder schön sauber abschneiden und man muss nicht jedes einzelne Blatt mit der Schere bearbeiten. So, nun geht's an die Reihenfolge. Ich fange jetzt mal mit dieser Version an. Die hat einen Buchstaben und eine Zahl. Und das funktioniert jetzt folgendermaßen. Der Buchstabe bezeichnet die Zeile. Das heißt, ich nehme mir jetzt von meinem Stapel hier fröhlich die Blätter eins nach dem anderen runter und erhalte meine erste Zeile
vom zusammengeklebten Schnittmusterbogen. So, das sind 5 Seiten. Es geht weiter mit B, die brauchen wir gleich. Das heißt, als allererstes klebe ich mir diese Seiten jetzt mal schön aneinander. Ihr könnt euch ja erstmal die Zeile hinlegen und seht dann schon, ob ihr richtig liegt und kein Blatt vertauscht habt. Dann kommt der beste Freund Tesa und es wird zusammengeklebt. Hierbei natürlich darauf achten, dass die Blätter gut aneinander ausgerichtet sind. So, und ich mache es jetzt immer so, ich klebe mir den Streifen dann entsprechend so hin, dass ich schon meine Größe sozusagen geklebt habe. Ich habe jetzt hier das Shirt Peran, das möchte ich als nächstes für mein Söhnchen nehmen. Der trägt 146, also klebe ich mir meinen Klebestreifen jetzt so hin, dass er bei der 146 endet. Man kann den Bogen natürlich schön ordentlich zusammenkleben, indem man immer hier an den Blatträndern klebt. Dann brauche ich aber noch einen Streif, weil mir sonst mein Schnitt auseinanderfällt, wenn ich die 146 ausschneide. Also das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich mache das immer so, das erspart mir hier ein bisschen Tesa. Und ob das da unten zusammen ist oder nicht, ist mir herzlich egal, denn ich schneide ja hier bei der Linie ab. So, weiter geht Text. An die Seite A1 folgt die Seite A2 und jetzt die Seite A3. Und so arbeite ich mich dann vor, bis ich die Zeile fertig geklebt habe. Hier beim Ärmel sieht man es vielleicht auch noch mal ganz schön. Ich klebe eben nicht hier unten zusammen, sondern hier, wo ich nachher dann ausschneide. Das wird der Ärmel und die größeren Größen, ob die jetzt zusammen sind oder nicht, ist mir wurscht. Hauptsache meine 146 klebt zusammen. Und genau, da schneide ich das dann nachher aus. So, jetzt habe ich hier meine erste Zeile fertig schon mal fixiert. Und da kommt die nächste Zeile dran. Bei dieser Methode kommt die nächste Zeile jetzt oben drüber. Also unten A, jetzt B. Und zwar kommt über A1 jetzt B1. Über A2 kommt B2 und so weiter und so fort, bis ich mir die nächste Zeile wieder hingelegt habe. Und dann klebe ich mir die an. Und hier gehe ich jetzt folgendermaßen vor, dass ich erstmal das am unteren Blatt hier schön ausrichte. Man kann auch natürlich die Zeilen erst kleben und dann die ganze Zeile an die vorhergehende Zeile ankleben. Aber ich mache das eigentlich immer direkt dran. So, schön ausrichten. Ne? So, und dann kommt hier das nächste Blatt. So. Man kann zum Beispiel auch Washi-Tape benutzen, Washi, was auch immer Tape. Das kann man dann auch noch mal ein bisschen ablösen, wenn man etwas krumm geklebt hat. Ja, das ist jetzt eigentlich nur Fleißarbeit. Jetzt kommt eben eine Seite nach der anderen hier dran und das Ganze möglichst ordentlich und ohne Falten. So, auf die Zeile B folgt die Zeile C nach dem gleichen Prinzip und da wird der Tisch ein wenig klein und ja, ich klebe gerne auf dem Boden. Also, nun kommt die Zeile C da dran und so weiter. Wenn es noch eine Zeile D gibt, dann kommt die eben noch oben drüber und ja, so funktioniert das Ganze, bis der komplette Plan zusammengeklebt ist. Ich mache das jetzt mal etwas schneller. So, jetzt ist der ganze Schnittmusterbogen zusammengeklebt.
Wenn ihr soweit seid, checkt auf jeden Fall nochmal, dass ihr bei der Größe, die ihr schneiden wollt, eben einen Teser am Rand habt, nämlich dass euch dann der Schnitt da an der Stelle nicht auseinanderfällt. Falls ihr das vergesst, ist es aber auch nicht schlimm, dann könnt ihr einfach noch einen Teser dann draufkleben. So, ja, jetzt kann das Papier ausgeschnitten werden in der Größe, die ihr eben benötigt. Und ja, wenn ihr es dann aus Stoff ausschneidet, vergesst nicht, diese ganzen hübschen Markierungen zu übernehmen, auch vordere Mitte oder den Bruch zu markieren, ist meistens eine gute Idee. Und falls ihr Abnäher drauf habt auf eurem Schnittmuster, dann werden die aus dem Papier ausgeschnitten und auf dem Stoff aber nur angezeichnet und nicht ausgeschnitten, das wollte ich noch sagen. Ja, ansonsten beschriftet am besten eure Schnittteile, schreibt schnell drauf, welche Größe ihr ausgeschnitten habt, dann seht ihr das auf einen Blick. Und wisst, wenn ihr verschiedene Größen zum Beispiel von einem Schnittmuster schon benötigt habt, was zu was gehört. Jo, das wäre dazu zu sagen. Nun würde ich sagen, zeige ich euch noch die andere Methode, das zu kleben mit dem anderen Schnittmuster. So, nun zeige ich euch noch, wie man dieses andere System hier eben klebt. Wie gesagt, wir haben im Laufe der Jahre mit zwei verschiedenen Systemen gearbeitet und bei dem einen wird der Schnitt eben dann so aufbereitet und bei dem anderen anders. Aber das ist gerade wurscht. Bei diesem System ist eben so ein Schnittübersicht noch mit dabei. Die wird von dem Programm mit ausgeworfen. Das ist ganz praktisch. Da kann man mal gucken, wie geklebt wird. Bei dem anderen ist es leider nicht dabei, aber ihr habt ja eben schon gesehen, wie einfach das eigentlich funktioniert. Genau, hier ist das Kontrollquadrat auf der ersten Seite. Das habe ich ganz vergessen, beim anderen Bogen zu erwähnen. Da gibt es natürlich auch ein Kontrollquadrat. Da könnt ihr dann nachmessen, ob ihr richtig ausgedruckt habt. So, die erste Seite lege ich mir mal weg. Hier ist also das vorbereitete Schnittmuster. Ich habe eine Seite und oben abgeschnitten. Wenn ihr das andersrum gemacht habt, ist aber auch egal. Hauptsache eine Seite und ein entweder oben oder unten ist ab. So, nun funktioniert das folgendermaßen. Hier, das hier ist sozusagen der Name von der Seite. Diese Seite heißt 2.1. So, und daran kommt hier auf der Seite die Seite 2.2. Und schauen wir mal. Das nächste Blatt heißt 2.2. Oh prima, das kommt dann wohl hier dran. Ach ja, schau mal, hier kann man überprüfen, an dieses Blatt, auf dieser Seite muss Blatt 2.1 dran. Perfekt, dann kann man es hier zusammenkleben. Was es noch zu dieser Version zu sagen gibt, hier in diesem Kästchen stehen die Größen drin. Das ist ja bei diesem System eben so, dass es nicht direkt an den Schnittteilen dran steht, sondern die in verschiedenen Linien gestaltet sind. Und die Übersicht ist dann hier, welche Größe eben welche Linie hat. So, ich klebe mir meine Klebestreifen wieder so hin, dass ich auf jeden Fall die Größe klebe, die ich auch ausschneiden will. Diesmal ist es die 146, 152, die ich quasi zusammenklebe. Wenn man es ganz ordentlich macht, kann man auch den Klebestreifen natürlich immer an die Kreuzung oben setzen. So, ach ja, hier unten muss noch ein Streifen hin. Denn hier ist ja ein weiteres Schnittmusterteil. So, nun kommt die nächste Seite daneben. Diese Seite heißt 2.3. Prima. Hier suchen wir nämlich die Seite 2.3. Und hier kontrollieren, da kommt die Seite 2.2 dran. Dies ist die Seite 2.2. Hervorragend. So, so arbeite ich mich nun meine ganze Zeile eben durch. Bis ich am Ende der Zeile angekommen bin, und das erkenne ich daran, dass hier neben nicht mehr steht, welches Blatt angeklebt werden soll, sondern da ist dann fertig. So, wenn ich diese Zeile habe, dann schiebe ich die mal nach oben, denn bei dieser Methode kommt die nächste Zeile unten drunter. Das sieht man übrigens auch hier praktisch auf der Übersicht. Hier heißen die Seiten übrigens 1, 2, 3, 4, 5 und hier heißen die Seiten 2, 1, 2, 3, 2, 4 und so weiter. So, jetzt sehen wir hier, muss die Seite 2, 6 dran. Diese Seite heißt 2.6, also kommt die hier
dran. Nun kommen wir endlich zu einer interessanteren Stelle, nämlich ich habe hier zwei Seiten, die angeklebt werden müssen. Und hier steht, sofern man richtig geklebt hat, 2,7 und hier steht auch 2,7. Das heißt, diese zwei Zahlenkombinationen müssen eben gleich sein. Und dann schaue ich, ich habe hier das Blatt, das heißt 2,7 und das passt dann perfekt hier rein. Und weiter geht's im Text. Hier folgt Seite 2,8. Und wenn ich am Ende der Zeile angekommen bin, steht hier auf der Seite wieder nichts mehr. So, und die nächste Zeile kommt wieder unten dran. Hier kann man wieder kontrollieren. Diese Seite heißt 2,11. Hier freut sich schon jemand, da kommt die 2,11 dran. Hier kommt die 2,12 dran und so weiter. Ja, ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller und klebe den Bogen mal eben fertig. Und nach 3 Millionen Jahren oder so ist dann alles geklebt, je nachdem, ob man ein Kinderschnittmuster oder eins für Erwachsene näht, wird der Schnittbogen auch richtig groß. Ich hoffe, man kann es jetzt irgendwie ein bisschen einfangen mit der Kamera. Also man klebt sich eben so sein ganzes Teil da zusammen und sieht nun hier alle Schnittteile, kann sich die passende Größe ausschneiden, überprüft vorm Ausschneiden oder wenn ihr an der Stelle seid, dann nochmal, dass ihr überall auch schön hingeklebt habt. Wenn ihr jetzt hier abschneidet, bringt es ja nichts, wenn der Klebi hier ist. Und ja, das hier ist das Schnittteil und das schneide ich nachher ab. Dann mache ich natürlich hier noch einen Klebestreifen hin. Das meine ich. Genau, wenn ihr dann später aus dem Stoff ausschneidet, denkt dran, alle Markierungen zu übernehmen, zum Beispiel hier am Ärmel. Oder was haben wir da noch? Hier an den Seitenteilen jetzt von der Jacke Lovis. Und genau, falls euer Schnittmuster einen Abnäher hat, dann schneidet ihn aus dem Papier aus, aber aus dem Stoff nachher bitte nicht ausschneiden, sondern nur einzeichnen. Genau, das wäre es jetzt dazu. Ich hoffe, ja, ihr könnt nun loslegen und das Schnittmuster kleben. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr könnt nun in Ruhe und ja, Gemütlichkeit die Schnittmusterbögen zusammenkleben. Ich bin gespannt, was ihr draus näht. Verlinkt mich gerne auf Facebook oder Instagram und vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die kleine Glocke zu betätigen, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Ja, ihr habt jetzt den Schnittbogen geklebt, dann ab an die Nähmaschine. Wir sehen uns!